Sie haben jetzt vorhin, bevor das dann noch um die private Seite ging, also viel darüber gesprochen, wie ambivalent das Verhältnis zum toten Vater war. Haben Sie ihn in Ihrem Leben auch vermisst? Oh ja, oh ja. Ja, ja. Eben wie gesagt, besonders in der Pubertät, ne? Da war ich dermaßen verunsichert. Hab von ihm geträumt. Ich habe sogar einmal geträumt, er käme wieder. Steht plötzlich wieder vor der Tür. Ne, wie das ja auch mit einigen Kriegsgefangenen war. Ich wollte es eben nicht wahrhaben, dass er wirklich tot ist. Und wie gesagt, dieser Schulleiter, das war auch noch mal so jemand, den ich regelrecht verehrte. Damals, da war ich ja noch Schülerin mit 13. Also ich hätte mir immer so einen Vater natürlich gewünscht. Und dann erlebte ich ihn bei den Klassenkameraden, die Väter und so. Da dachte ich, ach, haben die es alle gut, ne? Aber so sehr sich meine Mutter bemühte und es auch ihr bei meinen beiden älteren Geschwistern nicht gelang, das ist nämlich auch ein trauriges Kapitel, dass meine Mutter eben natürlich diesen Vater nicht ersetzen konnte. Meine Schwester war schon 10 Jahre alt, als sie ihn verlor, abrupt. Und da hatten sie schon ein Verhältnis, die beiden, ne? Und die Mutter konnte das nicht ausgleichen, da sie ja auch nicht auch selber nicht verkraftet hatte und ausleben konnte und den Kindern nicht das geben konnte, was sie brauchten. Und habe ich natürlich auch vermisst, aber wie meine Mutter schon sagte, ich die Jüngste, die lief dann eigentlich nur noch so mit, da hat sie auch gar nicht mehr erziehen müssen, während sie noch selber, weil mein Vater nämlich diesen schwerwiegenden Satz ihr geschrieben hatte, ich weiß, du machst es gut mit den Kindern. Das ist natürlich auch sehr herausfordernd und belastend. Sie hat ja auch sich bemüht und sie hat ja auch alles gut gemacht und sie hat, was ihr wichtig war, gut für uns gesorgt und erreicht das, was aus uns wird. Und aber es fehlte auch manchmal an dieser Ruhe und Wärme und Zuwendung, mangels Zeit auch. Und insofern war das schon für uns alle eine ziemlich harte Zeit. Heute in der Rückschau kann ich das auch sehr viel kritischer sehen und auch irgendwie annehmen und sagen, ja, die Zeiten waren so, die Mutter konnte es nicht besser, sie hat ihr Bestes getan und die Umstände waren eben so katastrophal und wir waren auch nicht die Einzigen, denen es eben schlecht ging und die eben eine alleinerziehende Mutter hatten und habe dann gelernt, eben langsam erwachsen werdend, dass man dann sich eben auf die eigenen Beine stellen und dann selbst damit klarkommen und gestalten muss, wie es weitergeht. Wie wurde Ihre Familie denn in der deutschen Gesellschaft, in der Nachkriegsgesellschaft überhaupt aufgenommen? Naja, wie gesagt, damals waren die Zeiten noch sehr problematisch, schwer. Die Widerstandskämpfer wurden ja häufig noch lange nach dem Krieg als Verräter bezeichnet. Das haben wir persönlich nicht erfahren. Das wurde nicht zu uns gesagt. Wir wurden eher so mit so Unsicherheit, Skepsis, manchmal so verhaltener Ehrfurcht auch, aber das ist ja auch unangenehm, konfrontiert mit den Menschen. Und dann, wie gesagt, wenn die 20. Juli feiern waren, dann wurde da immer ein Aufwand betrieben und eine Ehrfürchtigkeit und Ehrfurcht und dann immer dieses Militär. Und dieses Militär, das hat meine Mutter am meisten aufgeregt, diese Remilitarisierung nach dem Krieg. Warum denn schon wieder? Und unter dieser
Regierung von Konrad Adenauer, der damals bei uns Sozialdemokraten natürlich und bei vielen Nachkommen, also nicht allen natürlich, also überhaupt nicht gemocht wurde, seine Politik. Und die Bundeswehr so schnell wieder aufgebaut wurde, wo man sich ja sagen konnte, ja, wer soll die denn leiten? Das waren jetzt die Übriggebliebenen, wer waren denn das? Und das war überhaupt der Punkt, dass ich auch mir immer darüber Gedanken machte, ja, wer ist denn noch in Deutschland nach dem Krieg? Die meisten sind ermordet oder geflohen. Und die, die noch da sind, sind das Mitläufer, sind das Täter, sind das schweigende Mehrheit? Da waren wir sehr verunsichert und auch bei den Feiern, weil eben die Bevölkerung leider zu unserem Leidwesen, da gab es ja auch Interessierte, immer ausgeschlossen wurden bei den Feiern. Und das gefiel meiner Familie überhaupt nicht. Und meine Mutter war einerseits also oppositionell in ihren Gedanken gegen diese erste Regierung, ausgenommen natürlich Theodor Heuss, der auch bei der ersten 20. Juli-Feier einen sehr guten Eindruck machte und eine gute Rede hielt. Aber dann hat sich das so entwickelt, dass das war ja auch in der Hand der CDU, diese ganze 20. Juli-Stiftung, die dann aufgebaut wurde, die zwar dann auch den Vorteil hatte, dass wir Kinder finanziell mit unterstützt wurden in unserer Ausbildung. Aber die machten immer im Wechsel mit der Stadt Berlin diese Feiern in Berlin zum 20. Juli. Und ich habe dann auch mal, war davon überzeugt und habe es auch geäußert, dass eigentlich der 20. Juli ein Gedenktag für den gesamten Widerstand sein müsste und nicht nur für den militärischen. Und da haben auch wir von der SPD und wir wurden dann auch sehr schnell als die Linken abgekanzelt, die Kritischen, auch darunter gelitten, dass Redner zugelassen wurden, die wir für unmöglich hielten, dass die da gar nichts zu suchen hatten bei den Feiern, wie Hans Filbinger und zum Beispiel Heiner Geißler zu seinen schlechten Zeiten. Ich muss sagen, er hat sich nachher positiv entwickelt. Das muss man schon sagen, also auch anerkennen. Aber bei diesen Feiern, da sind dann wir in der Familie und wenige andere auch, wir sind dann aus Protest, wenn der Redner anfing zu reden, weggegangen. Hingegangen, weggegangen. Und haben damit natürlich deutlich demonstriert unsere Meinung. Und die Feiern sind für meine Mutter wichtig gewesen, besonders am Anfang, um überhaupt Kontakt zu den übrigen Witwen zu bekommen. Das war bei ihr der Grund. Ich habe sie in den letzten Lebensjahren, 20 Jahren, habe ich sie brav immer begleitet, obwohl ich das nicht immer so gerne gewollt hätte, weil sie das auch immer als eine Begegnung mit Menschen, die sie sonst nicht treffen konnte, angesehen hat. Wir waren also immer seit Kriegsende befreundet mit der Familie Moltke. Die war aber zum großen Teil nun außerhalb Deutschlands und kam auch nicht zu den Feiern. Und der Familie von Trott zu Solz. Der Adam von Trott zu Solz war auch Mitglied des Kreisauer Kreises. Und noch einigen anderen sozialdemokratischen Familien, Maas, Habermas, jetzt habe ich was verwechselt, und anderen Familien und Habermann wollte ich sagen. Und dann hat sich da nichts geändert an den Feiern. Das fand ich schon mal dann etwas deprimierend. Und nachdem also doch bis ab 86 dann zum Beispiel der Kreisauer Kreis mehr in das Bewusstsein gehoben wurde, der deutschen Bevölkerung durch eine erste Ausstellung und dann auch den Film, aber in der DDR 84, das war eben interessant. Die haben mal über ihren Tellerrand geguckt und nicht nur über den kommunistischen Widerstand berichtet, sondern über den Kreisauer Kreis. Das war eine sehr, sehr wichtige und interessante Erfahrung für meine Mutter und mich, die ich dabei sein durfte. Und damals das erste Mal in Kreisau. Und dann
kam sogar noch erschwerend dazu, dass, ich weiß jetzt nicht mehr genau das Jahr, das öffentliche Gelöbnis auf den 20. Juli gelegt wurde. Das heißt, Militärpräsenz wieder sehr verstärkt wurde. Und was ich befürchtet habe, natürlich auch eintrat, wieder die Betonung auf den militärischen Widerstand stärker wurde. Und wieder die Bundeswehr sowieso immer dabei. Also ich habe dann zu meiner Mutter gesagt, ich gehe da nicht mehr in den Bendlerblock, wenn dann anschließend dann auch noch dieses öffentliche Gelöbnis stattfindet. Vor allem auch, so wie heute bei dem Besuch von Obama, das ganze Gebiet im Bendlerblock weitläufig mit Sicherheitsbeamten und Abgrenzungen abgeschirmt wurde, dass und wieder keine Bevölkerung reingelassen wurde, auch nicht in Plötzensee. Der Ort, wo ich dann noch am ehesten hingehe. Und seitdem gehe ich nicht mehr hin. Seitdem gehe ich nicht mehr zu den Feiern.